Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wir sind nur noch im Gespräch mit Petra, der Schmiedin, hier in diesem Osram-Dorf hier. Und ja, wer den Anfang des Gesprächs noch sehen will, einfach bei der letzten Folge vorbeigucken, in der Playlist und natürlich auch in der Kanalbeschreibung. Kanalbeschreibung? Videobeschreibung. Rayon, konzentrier dich. So, wie kann ich denn helfen, Petra? Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Okay. Fehler der Wendung für die. Ich dachte, ich kann die Waffe jetzt ausprobieren. War's das schon? Nee. Ich will die Quest, glaube ich, aktivieren, ne? Oder. Ja, hier. Ich dachte schon. Ich dachte schon, was will sie jetzt? Okay. Begib dich zum Banditenversteck. Alles klar. Genau, machen wir das noch schnell. Runter hier. So, komm. Runter. Kann man hier reinrennen? Nein, kann man nicht. Okay. Ich finde auch, dass alles, was die hier bauen, das ist so mega stahlverstärkt. Guck euch diese Tür hier an. Das ist so ähnlich wie Olens Falltür damals. Die wir auch nicht einfach so aufgekriegt hätten. So, dann gehen wir mal darüber, halten uns mal oben, denn Ruder kommt man immer hoch, selten. Okay, unser Runter hat nie wirklich funktioniert, aber egal. Ernsthaft? Das sind schon Banditen? Das geht ziemlich schnell diesmal. Okay, das war nicht gut. So. Unbemerkt ausgeschaltet, denke ich mir. Ja, die haben wir unbemerkt ausgeschaltet. Sehr schön. Da komme ich wahrscheinlich nicht am Land entlang. Doch, wir kommen am Rand entlang. Finde ich so schön. Komm, dreh dich ein bisschen zurück. Danke dir. Da drüben denn noch irgendwo jemand, der uns sehen könnte. Nein. Wie schön, dass das hier sehr gut bewacht ist, dieser Eingang. Obwohl eigentlich sollten drei starke Männer doch reichen, oder? Aber nee, hier nicht. Ist da jemand? Nein. Okay. Die erwische ich aber nicht. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Ja, die Energiezellen. Wir brauchen übrigens auch noch eine. Wie die einfach so easy sind, das ist alles One-Shot. Aber ich will mich nicht beschweren. Der guckt uns gerade an, aber sieht uns nicht. Tja, dann hast du den Tod wohl verdient, Kumpel. So. Könnt ihr da unten mal ein bisschen vorlaufen hier, damit ich ein besseres Schussfeld habe? Da ist einer. Hä? Hab ich doch voll gesehen vorher gerade. Hä? Da ist er. Na! Ey, Leute. Ach komm! Der Falsche, der hat uns schon wieder geholt! Mann! Ich hasse es. Wenn ich Quickscope, also schnell ziele und schieße, ne? Quickscope, ihr wisst, was ich meine. Dann. Drücke ich mal die Schusstaste. Also mit die R2-Taste, mit der man abfeuert, schneller als die Spannentaste. Also mit der man hier so anzielt. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ist das dein Ernst? Okay. Nein, ich schneide das nicht. Ich bin nur jetzt gerade abgefuckt wieder. runter. So. Wo sind wir denn? Habe ich das Quest schon? Ich habe die Quest nicht markiert. Ach komm. Spiel, du fuckst mich wieder ab, wisst ihr das? Wie ist denn das? Runter hier. Geh mir aus dem Weg! Nackter Mann. So. Aber das ist immer ein bisschen blöd, wenn man zu schnell schießt und dann vorher noch die Schusstaste drückt, bevor man spannt. Dann macht sie nämlich einen schweren Schlag. Wodurch sie sich ein paar Meter nach vorne katapultiert. Und das ist nicht ganz so schlau, wenn man vor einem Vorsprung steht. Das ist immer so ein bisschen ein Nachteil. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Highspeed und zielen mal nicht so viel.
Ich geh einfach mal auf die Barrikaden. Komm runter hier. Elo, das überlebst du, ne? Du siehst sie. Sie sehen dich nicht. So, wir freschen einfach mal rein ins Lager. Scheiß drauf. Ich hab überhaupt keine Chance gegen uns. Kommt schon her, Leute. Ich hab Stress. Was auf? Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Die haben gar keine Verteidigung. Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Da oben. Sollte hier oben noch einer stehen? Yep. Ja, auch down. Nee, komme ich nicht dran, okay. Hallo, Kumpel. Kommt ihr da auch noch raus, oder wie ist das? Ich will das drüber hauen. Rein ins Lager. Kriegen die Schaden? Ja. Wir räuchern das Lager einfach raus. Und immer in Bewegung bleiben, das ist das Wichtigste. So. Ich verfehle? Wirklich? Ernsthaft? Ja, okay, wird schon runterkommen. So, ich jump jetzt einfach mal rein hier. Wo komme ich denn hier weiter rein? Muss ich hier drüber oder wie? So. Machen wir es wie die Wächter und spüren sie auf. Wow, ein leichter Schlag. Hat gereicht für den Dulli. Ja, gut. Okay. Also ich habe da nichts gegen. Hey, der hat blaues Zeug. Da kommt der nächste. Geil. Nein, bin ich nicht. Das ist eine Lüge. Glaubt ihm nicht. Er ist ein Lügner. Glaubt mir. Die euch alle gerade umbringen. Glaubt der. Mhm. Orion. Tolle Logik. Kann ich denn hier auch irgendwie runter, ohne zu sterben? Das wäre sehr reizend. Habt ihr noch jemand? Oder bin ich alleine? Dann geht's jedenfalls runter. Das finde ich sehr gut. So. Ist noch irgendwo jemand am Leben? Ich will ja niemanden übersehen hier. Das geht ja gar nicht klar. So. Was ist da, denn hier? Eine Energiezelle. Ach, schön. Okay. Wollt ihr hier auch irgendwo hochgehen? Ja, hier. Nein, bin nicht hier. Pfui. Geht weg. Bin ja gleich wieder weg, wenn ich euch eure ganzen Energiezellen habe. Bin ich auch gleich weg. Pfui. Nein. Bin ich hier. Einfach still sein. Einfach umkippen und nichts sagen. So, zwei von drei haben wir schon. Drüben steht ja auch noch einer. So, drüben stand einer. So. Und unten haben wir noch irgendwo eine. Ich komme doch niemals lebend runter. Leute, was macht ihr mit mir? Ich will so ein Seil zum Runterrutschen, bitte. Aloy! Nein, runter! Aloy, runter! Runter, runter, runter. Aloy. Drüben sollte noch eine Energiezelle sein. Dann haben wir das auch. Hier, siehst du mal. So easy. Okay, geschafft. Kommen alle drei. Und jetzt zu den Plünderern, die Waffen holen. Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Ich hatte gerade die gleiche... Der hatte gerade die gleiche Stimme wie Ufit. Ich glaube, es ist aber nicht. Ich hoffe mal, er ist es nicht. Nee, das kann er gar nicht sein. Nee, geht gar nicht. Reflektierendes altes Amulett. Ist ich drüber? Wie sie einfach auf die Spitze springt, ohne sich zu verletzen. Ja, das ist, glaube ich, der Außerraumstahl, der gerade in den Stiefeln hier lodert. Der hält das ganz gut aus. Dieser also. Ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. Tja, das ist ein Schrottplatz aus unserer Zeit. Herum. Ich denke, sie haben die Teile noch nicht weggebracht. Down. Tja, diese Plünderer wären schon schön, hätten sie einen kleinen Herausforderungswert, aber das haben sie nicht. Oh, eine schöne Spule, grün brauche ich gar nicht mitnehmen, das haben wir keinen Wert mehr für. Die Plünderer haben diese Haufen gemacht. Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell. Ach ja, die haben ja dieses Ordnungsfunktionsgerät. Und down. Die haben wir überhaupt keine Chance, wir machen die alle im Nahkampf. Also, ich find's gut. Leute, kommt da mal. Ich hab ne Ewigzeit.
Nein, pfui. Komm. So. Hat das wieder eine? Gut, dann nicht. Tja, Herausforderung ist was anderes. Ich will endlich mal einen Kampf. Einen richtigen Kampf. Oh Mann. Ja. Warum sind die Plünder hier eigentlich nicht vorher endlich mal angestürmt? Die hätten doch die ganzen Banditen locker wegrammen können. Denn die Banditen haben keinen Skill. Null. Oder hatten keinen Skill. Jetzt haben sie gar keinen Skill mehr. Nie mehr. Hey, Handhabung. Eine Handhabungsspule. Sehr schön. Oh, da drüben ist ja noch eins. Ach so. Da ist auch noch ein Plünderer, ein kleiner, den wir noch mitnehmen. Ach, okay. Komm ich hier hoch denn? Nein, ne? Hä, hier komme ich wirklich hoch? Ehrlich, hier komme ich hoch. Oh! Das meine ich mit bestes Open World Game. Sei mal bitte still. Ich verlange genug auf diesen Schutz. So. Gib Petra die Waffenteile. Diese blauen Sachen haben echt keinen Wert mehr für mich. Jeder Zeug nehme ich noch gerne mit, aber das war's dann auch. Okay, hier versagt gerade das Open-World-Game. Komm ich den hier hoch? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Hier stack ich wieder zwischen rein. Komm schon. Nein, okay. Alles klar. Aber wir müssen ja sowieso in die Richtung, alles klar. So. Plünderer, Plünderer Herz. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Gibt es irgendeine Rüstung, wofür man ein Plünderer Herz braucht? Oder irgendeine andere Verwendung? Ja, gibt, glaube ich, nur den Verkauf gegen Scherben, ne? Wofür man ein Plünderer Herz gebrauchen könnte. So. Gehen wir mal wieder hier rüber. Nutze mal den akrobatischen Weg. Ich hab ja auch akrobatischen Weg. Nicht fallen runter und sterben Weg. Ey, Leute, ich sag's dir. Mach mich nicht schwach hier. Ja, okay, ich geh außen. Ich fliege jetzt schon unten rum, ey, Leute. Alles klar. Ist okay. Ich kann mit deinen defensiven Skills hier leben. Okay, defensiv ist Verteidigung. Was ist nochmal negativ? Ah, negativ ist negativ, ne? Egal. Ich glaube schon wieder Gülle. Egal. Beachtet mir einfach nicht. Hört einfach nicht zu. So, hier komme ich drüber, ne? Nein. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nicht drüber komme, Mann. Dieses Teil hier versperrt meinen Weg. Hier komme ich drüber. Ja. Nein, komme ich nicht. Würde mir gerade ernsthaft erzählen, dass wir hier... Ist okay. Wäre doch schön gewesen, wenn ihr Musik vorher gesagt hättet. Das wäre sehr reizend gewesen. Dann gehen wir halt den Weg oben rum. Was eigentlich mal... Was ist denn da gespawnt? Sehe ich nicht von hier aus. Wahrscheinlich wieder gerespawnte Plünderer werden das wahrscheinlich sein. Denke ich mir, habe ich so die Vermutung. Oder? Ich meine, was sollte das sonst sein? Kann ich die schon detekten? Ja, Plünderer. Gerespawnte Plünderer, alles klar. So. Und wollen wir mal zurück zur lieben Petra? Denn. Dann steht, glaube ich, ein Angriff bevor. Und dieser Angriff wird ordentlich reinhauen. Hoffe ich, in Klammer. Wie ich hoffe, dass ein Kampf schwer wird. Das ist schon fast. Wo ist hier der Eingang? Ach, das ist das Lager. Ich dachte, was ist das denn für ein Icon? Ja, okay, ich gehe ja schon durch die Haustür. Ich liebe Spiele, wo man nicht durch die Haustür gehen muss, wo man einfach irgendwo reinklettern kann, durchs Fenster beispielsweise. Solche Spiele finde ich immer sympathisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin so ein kleiner Quergänger, so ein Grenzgänger. So, Petra, hi. Petra, ich habe deine Teile, aber es kommen noch mehr Banditen. Der Rest ihres Clans. Sie wollen die Stadt einnehmen. Tatsächlich. Halt das Ding ruhig und ich mache den Rest. Und dann werden wir ja sehen. Okay. So, anheben und bereit machen. Und nicht gegen den Schoß drücken, wenn du damit irgendwann nochmal... Ist ja schon gut, verstehe. Was? Ja, Josserab. Da sind wir doch sympathisch. Schwer. Oh, ich kann sie nur festhalten. Lass los! Die Stadt bluten, Jungs. Sowas. Okay. Das ist exakt die gleiche Kanone wie damals. Der cheatet. Sie funktioniert bisher. Bisher? Die funktioniert prima. Die haben keine Chance. Sehen Sie das nicht? Die Waffe könnte besser sein. Die Waffe könnte besser sein.
Ja, die Schützin ist auf jeden Fall perfekt. Ich meine, das bin ich. Kommt doch her! Die Treffer auch nicht so dumm sind die. Die müssen höher ziehen, weil sie haben ja so einen leichten Drang nach unten. Hä? Er hat doch. Ja, du wolltest eigentlich langsam mal sterben. Ja, sehr schön. Nur Banditen ziehen sich jetzt nicht zurück. Ja, Banditen sind dumm. Ja, wir haben nur eine Kanone und das reicht. Das reicht easy. Brauchen wir mehr wie eine Kanone für euch? Ich alleine mit meiner Kanone. Das ist Big Betty. Ich nenne meine Kanone Big Betty. Big Betty is raging. For you. Soll ich vielleicht auf die andere Seite konzentrieren, weil die sind schon ziemlich nahe. Okay, ist doch ein bisschen mehr Zeug als gedacht. Concentration. Ey, was machst du denn hier? Ach du Scheiße. Die sind zwar doch alle One-Hit, aber macht doch Schaden. Etwas übertrieben. Och. Soweit ich weiß, nennt man das eine Schlappe. Ich hasse diese Arbeit. Das war nicht übertrieben, das war subtil. Easy. Oh, mir tun die Zähne weh. Das ist interessant. Ein Lederriemen zum Draufbeißen wäre gut. Wir machen eine Himmelsbestattung. Das heißt, wir überlassen die Schufte den Vögeln. Uns wäre es schlimmer ergangen, hätte das Ding nicht funktioniert. Was hast du gesagt? Nicht funktioniert? Sie ist nicht fertig. Deshalb der Test. Ach, okay. Ach, komm, gut. Du hattest doch auch noch dein Nora-Spielzeug. Es heißt, man soll nur Metall vertrauen. Doch dir zu vertrauen war gut. Danke, Aloy-Maschinenjägerin. Das vergesse ich nicht. Ich auch nicht, Petra. Ach, Petra. Ich spüre immer noch die Blitze in meinen Haaren. Ich nehme die mit. Hä? Wo ist die Waffe? Peter, hast du die gerade eingesteckt in deinem Schlüpper? Ja, okay, ich frage einfach nicht nach. Hey, Da ist eine Nebenquest! Da ist eine Nebenquest! Ach ja, schön! Hi! Ich freue mich, hi! Suchst du was Bestimmtes? Keine Spur von meinen Freunden. Die folgten ein paar Behemoths und sind noch nicht zurück. Oh nee. Nur erfahrene Jäger folgen solchen Maschinen. Schaffen sie das nicht allein? Ich sorge mich ja nicht um sie. Wir brauchen spezielle Kabel von den Behemoths für unsere Kanonen. Kriegen wir die nicht, zieht Petra mir die Haut ab. Ich hätte dem Tausch nie zustimmen sollen. Okay, welchen Tausch? Was für einen Tausch meinst du? Petra hat mich und Belatka angewiesen, Kabel von den Behemoths zu besorgen. Aber Jorgis und Belatka sind füreinander bestimmt, wie Hammer und Stahl. Sie wissen es nur noch nicht. Also habe ich mit ihm getauscht, um, naja, die Sache in Gang zu bringen. Hat sich Belatka nicht gewundert? Es war ihre Idee. Und ich fürchte, es lief zu gut. Wenn sie beim Knutschen die Herde verpassen, steht meine Haut auf dem Spiel. Ach so, okay. Wo sahst du sie zuletzt? Na hier, vor ihrem Aufbruch. Sie gingen weg und stritten die ganze Zeit. Worüber denn genau? Wie man am besten die Herde findet. Jorgris ist gut mit dem Bogen, aber er könnte sich im eigenen Haus verlaufen. Was hab ich getan? Ach ja, ja, ja. Wir machen das schon. Warum sagst du es Petra nicht einfach? Wenn du es ihr sagen willst, bitte sehr. Vielleicht reagiert sie sich an dir ab und wird müde, bevor ich dran bin. Ach schön, okay. Nee, wir suchen einfach deine Freunde. Wir kriegen das schon hin. Ich würde die beiden ja suchen, aber da Jorgris mich vertritt, habe ich seinen Wachdienst. Ich werde deine Freunde suchen. Wo wollten sie hin? Sie wollten zum Bogen im Nordwesten, um die Herde zu finden. Ich hoffe, sie haben den Weg gefunden. Ohne diese Herde können wir unsere Kanonen vergessen. Ich werf mich ins Feuer, wenn ich unsere Freiheit riskiert habe. Das sollte die letzte Option sein. Ich tue, was ich kann. Auf jeden Fall. Hammer und Stahl. Okay, kriegen wir hin. Alles klar. Dass wir jetzt einfach noch eine Nebenquest hier aufgeploppt haben. Schön. Okay. Leute, wir machen mindestens 100 Folgen in diesem Let's Play. Okay, das war, glaube ich, gar nicht mal so krass gelogen. Das könnte sich sogar aufgehen. Könnte sich sogar ausgehen, ja. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So.
45 Schritte, was? Achso, ja, okay. Da hinten irgendwo in den Bergen, alles klar. Sollten wir aber hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. 605 Schritte. Wow. Aber Leute, ich würde sagen, diese 605 Schritte werden wir in der nächsten Folge tätigen. Oder ich gehe schon mal vor und erwarte euch dann vor dieser mega heftigen Herde oder bei dieser Quest, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wie lange wir dieses Outfit noch anhaben. Es turnt mich überhaupt nicht an. Ich finde das so unerotisch. Aber es passt einfach zu dieser Questreihe, weil wenn wir schon eine Ausraum-Questreihe machen, dann sollten wir uns auch dementsprechend einkleiden. Heiler, gönnt ihr noch ein bisschen Heilung? So, also würde ich sagen, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn. Morgen 14 Uhr, ihr wisst, wie es läuft. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.